Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty. Kurz überlegen müssen, was ich hier denn gerade spiele. Das ist immer so das Problem, wenn man so viele Spiele auf einmal spielt, aber... Ja, wir sind in dem gerade nicht so schön überschaubaren Tal. Es regnet halt. Es ist Frühling. Ein sehr nasser Frühlingstag. So, jetzt gehen wir aber erstmal zum Sobemir. Wir haben nämlich die Wölfe erledigt. Hi Sobemir. So, wir sind die Tiere losgeworden, wie du es wolltest. Hast du bemerkt? Sehr gut. Dann brauche ich meinen Edwin. Der sollte eigentlich hier sein. Bist du denn? Ne, Marold. Edwin. Zeig mir mal deine Waren. Ja, ich hätte gern Mehl. Wie viel brauche ich denn? Ich nehme mal 10 mit. 10 sollte eigentlich gut reichen. So, ich kann die Bretter verkaufen. Die Eisenaxt brauche ich nicht. Den Eisenspeer brauche ich nicht. Die Fackel. Ich verkaufe die mal. Dann haben wir die andere. Die Strohhüte kannst du haben. Die brauche ich nicht. Die edlen Stiefel, die muss ich noch abgeben. Das Fleisch kannst du haben. Den Pelz kannst du haben. Die Stöcke. Ja, das ist eigentlich okay so. Mach's gut. Ja, ich muss gerade mal gucken, ob ich da auch alles hab. 10 Mehl, jawohl, hatte ich das richtig in Erinnerung. So, da haben wir Handelsware, die ausgegangen ist. Da muss ich natürlich auch gerade mal gucken. So. Fleisch mit Soße ist ausverkauft. Okay. Dann verkaufen wir mehr Kohlsuppe. Und noch ein bisschen mehr Eintopf. Dann passt das. Gehen wir mal hier lang. Gehen wir erst nach Branica und dann nach über Baranica und Borovo zurück. So machen wir das. Und sammeln Speisemeucheln zwischendrin. Wenn wir auf welche stoßen. Es war so einem großen Dorf immer gar nicht mal so einfach, da die passenden Mengen zu treffen. Mal hat man von was zu viel und dann plötzlich stellt man ein bisschen was in der Produktion um und schwupps hat man von dem plötzlich viel zu wenig, weil die das dann alles verbraucht haben. Das geht so schnell. Ah ne, die Speisemeuchel wollte ich. Speisemeuchel wollte ich, breitwegerig nimmt er. Einfach weil er es halt kann. Oh. Fliegender Stock und fliegender Stein. Das sollte, glaube ich, nicht... Oh, Speisemeucheln. Das sollte, glaube ich, nicht so sein. Gucken wir mal, dass wir wieder auf den Weg zurückfinden. Da ist er. Und dann gehen wir einfach hier querfeld ein. Über den Weg kümmern wir mich nachher dann zurück.
Was ein Regentag. Aber auch die muss es geben. Hier kann ich direkt noch was trinken. Dann haben wir das auch erledigt. Passt. Gucken wir mal, wie die gestimmt ist, die Lubomira. Ob sie dem Friedensangebot zustimmt oder eben nicht. Lassen wir uns mal überraschen. Alle ab. Da ist sie noch im Haus. Bei dem Wetter würde ich auch nicht rausgehen wollen. Hi Lubomira. Ich komme mit guten Nachrichten zurück. Was ist passiert? Hat sie eigentlich zugegeben, dass sie eine schlechte Handwerkerin ist? Nein, nicht direkt. Sie will diese Rivalität zwischen euch beiden beenden und bietet das ja als Friedensangebot an. Ich werde nicht ruhen, bis sie zugibt, dass ich die bessere Handwerkerin bin. Bitte, hört auf damit. Ihr seid beide ganz hervorragende Näherinnen und solltet zusammenarbeiten, um noch schönere Kreationen zu erschaffen, statt euch gegenseitig zu bekämpfen. Punkt, Punkt, Punkt. Nun, es ist ziemlich gut gemacht. Selbstverständlich nicht so gut, wie es bei mir geworden wäre, aber trotzdem schon gut. Ich werde versuchen, mich wieder mit ihr zu vertragen. Weißt du was? Behalte unsere Arbeiten, meine und ihre. Wenn du nicht gewesen wärst, hätten wir wahrscheinlich nie wieder miteinander geredet. Also, vielen Dank. Es war mir ein Vergnügen. So, gehört hast du auch nichts, ne? Ist dir was Interessantes zu Ohren gekommen? Schön wär's. In letzter Zeit war's wirklich langweilig. Ups. So, dann müssen wir nach Baranica. Entschuldigung, so wird's richtig ausgesprochen. Baranica. Und irgendwo ist Material ausgegangen, sehe ich gerade. Wo denn? Näherei. Du hast kein Flachshalm mehr, das ist okay. Ein bisschen Leinengewebe, ne, produzieren wir im Moment mal nicht. Dann mach du mal mehr Pelzschuhe. Dann geht das klar. Das sind eigentlich auch Dinge, die müsste ich eigentlich im Dorf immer erst. Aber da kann ich mich noch nicht ganz so durchrennen, ehrlich gesagt. So, eigentlich müsste ich dafür ins Dorf, direkt an die Handwerkstätten und das dort regeln, wenn man es ganz realistisch sieht. Fernwartung gab es damals noch nicht. Muss ich mal gucken, vielleicht mache ich das nochmal irgendwann. Vielleicht. Ah, da ist sie ja schon. Damroka, hallo meine Liebe. So, die Stiefel, die du wolltest. Vielen Dank. So, jetzt müssen wir noch Mehl abliefern. Und dann sind wir auch durch mit unseren Aufgaben. Dann können wir heimgehen und uns mal um unsere Landwirtschaft kümmern. Wie es der denn so geht. Weil ich fürchte, da werden wir auch noch ein bisschen tätig werden müssen. Und so auch mal gucken, ne, ob ich noch wieder Schüsseln, Teller oder irgendwas brauche. Also Holzschalen oder Holzteller. Dass wir da alles haben.
Weinflaschen war immer noch so ein Thema. Da müssen wir auch noch gucken. Bisschen Management machen, ne? Und halt überall einspringen, wo es fehlt. Ist auch mit eins der schönen Dinge an dem Spiel, wie ich finde, dass man so vielseitig unterwegs ist. Und Prinzip so viel einerseits auch viel managen muss, andererseits aber auch viel immer noch selber machen muss oder auch vor allen Dingen kann. Also ich muss ja nicht groß, muss ja nicht alle Arbeiten vergeben. Ich kann ja auch vieles selber machen. Okay, bei einem Dorf meiner Größe nicht unbedingt. Wobei ich könnte einen Koch weniger einstellen und dann gucken, dass ich mehr selber koche. Oder halt Schmiedearbeiten. Das geht ja auch alles. So, Inga ist noch in der Hütte. Ich verstehe sie da gut. Ne, in der Hütte ist sie nicht. Dann verstehe ich sie nicht gut. Doch, sie ist in der Hütte. Ich verstehe sie bei dem Wetter. Hi Inga. So, das Essen, das du wolltest. Vielen Dank für deine Mühen. Ich kann dir ein wenig über mein Handwerk beibringen. Hört sich gut an. So, das war unsere letzte Quest für den Frühling. Dann würde ich sagen, stiefeln wir mal los. Gucken, dass wir heimkommen. Und bis wir dann dort sind, ja, können wir mit Sicherheit auch in den nächsten Tag springen. Oder halt schlafen gehen. Besser gesagt. Würde sagen, das stiefeln wir durch den Fluss, dass wir sauber werden. Nicht so dreckig. Ups, den wollte ich. Nein, doch nicht die Beeren. Naja. Einmal durchs Wasser. Also eigentlich müssten wir bei dem Regen schon sauber werden, frisch geduscht. Aber gut. Da waren wir schon in dem Zeltlager. Hier sind wir ja hergelaufen. Das heißt, hier haben wir auch definitiv keine Banditen zu erwarten. Nicht im Frühling, nicht in diesem Frühling auf jeden Fall. Was ein diesiger Tag. Diesig und nass vor allen Dingen. Hier nehme ich direkt die Abkürzung oder den sichereren Weg, sichereren Weg, weil da es mit den Wiesenden ist immer so eine Sache, ne? Ich habe das ja in meinem letzten oder vorletzten, ich weiß gar nicht, ob jetzt vor dieser Folge noch mal eins gekommen ist, Medieval Dynasty Guide gezeigt, wo ich über die Jagd und Waffen was gezeigt habe. Wie sind es eine Hausnummer für sich sind?
zumindest wenn man nicht unendlich Leben eingestellt hat. Wenn man das gemacht hat, dann sind die natürlich ein bisschen lästig zu jagen. Da gehen wir jetzt nicht extra hin. Einfach weil sie einen die ganze Zeit so anrumsen. Das kann dann schon dezent nervend sein. Aber, ja, wenn man unendlich Leben hat, töten sie einen zumindest nicht. Allerdings, wenn man nicht unendlich Leben hat, dann machen sie das sogar sehr zügig. Deswegen gehe ich Wiesenden eigentlich immer so gut es geht aus dem Weg. So, und wir können mal heimgehen. Ab ins Bettchen. Quests gibt's keine mehr. Und dann können wir uns morgen, ich hoffe bei Sonnenschein, guten Abend, Kanuta. Morgen bei Sonnenschein dann, hoffentlich Sonnenschein wohlgemerkt, uns mal die Felder anschauen, wie weit die sind. Weil da hatten unsere Leute ja bis im Herbst, im Frühling immer eine ganze, ganze Menge zu tun. Es müssen fast alle Felder geerntet werden. Fast alle Felder neu vorbereitet werden, also gedüngt, gehackt. Und fast alle Felder neu eingesät werden. Da ist Klein Olaf noch unterwegs, aber ich glaube nicht, dass er mit uns reden will. Nö, will er nicht. Olaf ist müde, hat keinen Bock. Hat aber noch ein bisschen Weg vor sich. Ich würde ihn ja mitnehmen, aber ich kann es nicht. Also, ich könnte aber mein Inventar noch leer machen. Das wäre vielleicht kein Fehler, ne? Stein, Stock, Weinflasche. Breitwegerich, Gänseblümchen, Löwenzahn, Wegwarte, edle Schuhe, Google. Was haben wir hier noch? Noch eine Fackel. So, das war's dann, glaube ich. Holzbecher haben wir noch. Spielzeugschwerter kann ich noch verkaufen. Ah, die Lunula wollte ich ja meiner Frau noch geschenkt haben. Stimmt. Muss ich noch machen. So, was haben wir hier noch? Speisemorcheln und die unreifen Beeren. Wie viel Verdorbenes haben wir hier drin? 8. Immer noch nur 8. So, ich könnte aber gerade noch was essen, fällt mir ein. Das gebratene Fleisch und 2 Fleisch mit Soße. Dann sind wir satt. Und haben auch keinen Durst mehr. Einmal waschen, auch immer wichtig. Wichtig und richtig. So, dann gehen wir mal pennen. Neuer Tag, neues Glück. Guten Morgen, mein Schatz. Was beschäftigt dich im Moment? Blumen sind das Parfum der Erde. Wie steht's um unser Königreich? Alles läuft wie geschmiert. Und ich habe eine Kleinigkeit für dich. Du kriegst die Lunula. Ein Silberanhänger in Form eines Mondes. Ist das für mich? Danke, mein Schatz. Mach's gut, meine Liebe. Have a good day. Und hi, Olaf. Hello. Hey, Papi. Was beschäftigt dich im Moment? Ich kann es kaum erwarten, groß zu werden und ein Pferd reiten zu dürfen. Pferde sind die allertollsten Wesen überhaupt. Ihre Augen sind voller Geheimnisse. Auf Wiedersehen. Goodbye. Goodbye. Auch heute wieder ein regnerischer Tag. Aber nicht ganz so diesig, ja? Vielleicht haben wir Glück und es hört noch auf zu regnen. Zumindest ist der Himmel... Sieht besser aus.
Würde ich jetzt mal so sagen. Gucken wir mal, was denn die Feldarbeit so sagt. Und sammeln natürlich Speisemorcheln, wenn sie hier schon rumstehen. Okay, hier sind sie schon durch. Flachs ist schon eingesät. Da sind sie gerade dran. Gedüngt. Ist noch nicht komplett, aber sie sind dran. Cool. Ja, meine Plantage finde ich auch sehr schön. Da sind sie auch dran. Da hapert es daran, dass noch nicht fertig geerntet ist. Okay, das können wir aber erledigen. Dann schwingen wir mal die Sense, ne? So, eine Eisensense. Nehmen wir die. Eisensense. Habe ich die Sicheln eigentlich schon alle verkauft? Dass sie hier weitermachen können. Überall Roggen, Roggen, Roggen. Also Roggen haben wir eine Menge. Ich muss mal gucken, ob ich noch mehr Hopfen anpflanzen kann. Hier könnte noch Hopfen hin, ne? Fällt mir gerade so auf. Hier würde der sich eigentlich nochmal ganz gut machen. Wir brauchen ja noch mehr Hopfen. Plantage war das, glaube ich, ne? Ja. So. So. Ja, es sind nur zwei, ne? Kriegen wir hier noch einen hin? Jop, kriegen wir. Dann haben wir drei. Drei ist gut. So, dann gucken wir mal weiter. Um das kümmern wir uns später. Oh ja, hier gibt es auch noch ordentlich zu ernten. Fangen wir mal an. Wir sind jetzt Tag 3. Sonst hatten wir immer 6 Tage, ne? Ich bin da auf 5 runtergegangen und einen Tag weniger. Das macht sich halt schon bemerkbar bei unseren Leuten hier. Und ich weiß gar nicht, wie hoch die alle gelevelt sind. Wir haben, glaube ich, ein paar relativ neue da drin bei unseren Landwirten. Wobei 4 bis 5 sollten sie eigentlich mindestens alle haben. Aber egal, wir ernten halt auch mal. Dafür sind wir ja da, ne? Dass wir hier einspringen, wo Hilfe benötigt wird. Oder wo ich meine, dass Hilfe benötigt wird. Dann machen wir heute mal ein bisschen Erntetag.
könnten wir auch in der Third Person machen. Das sind so Dinge, die gehen auch ganz gut in der Third Person. Oh. Ich bräuchte noch eine Sense. Stimmt, ich hatte eine defekte mitgenommen. Oder eine schon gebrauchte. Aber egal, so können wir auch mal gerade Holzteller und vor allen Dingen den Roggen loswerden. Und dann besorgen wir uns mal noch, diesmal aber eine frische Sense. Eine Eisensense. Perfekt. Muss echt gucken, dass ich die Sicheln alle verkauft krieg. Da müssen wir vielleicht nachher nochmal gucken gehen. Dass wir die verkaufen. Jetzt ernten wir erstmal, dass sie sich hier um Einsäen und so bemühen können. Da starten wir auch. So, Roggen. Fangen wir mal mit dem Ernten an, ne? Da hinten steht auch noch Roggen, sehe ich. Okay. Vielleicht müssten wir da auch noch tätig werden, aber jetzt machen wir erstmal hier. Könnte sein, dass wir jetzt den Rest vom Frühling doch ein bisschen Erntehelfer spielen oder Landwirt. So. Läuft. Es geht schon gut mit der Sense. Wir werden irgendwann zwischendurch mal abliefern müssen. Aber wir müssen auch irgendwann zwischendurch mal noch eine neue Sense holen, weil die wird das, glaube ich, nicht ganz mitmachen. Habe ich so meine Befürchtungen. Aber wir haben es ja auch nicht weit, das ist ja von dem her alles easy. Ein bisschen Roggen. Wir machen gerade mal den hier. Wir haben ja genug. Und dann können wir vielleicht die Kapazität der Sense gerade mit ausnutzen. Was die hergibt, bis sie verbraucht ist.
Ups. Oh, verbraucht. Weg ist sie. So, wir haben viel Roggen und wir brauchen eine Sense. Wir nehmen natürlich eine frische. Die müssen wir ausrüsten. So. Oh, wir sind gleich durch. Das sollten wir auf jeden Fall jetzt noch schaffen. Ist bei den Schrägen gar nicht so einfach. Aber wir kriegen es hin. Das ist das Wichtige. Ich muss halt gucken, dass ich entweder bergauf stehe oder halt schräg zum Hang. So nach unten, das macht er nicht wirklich gut. Was ja auch verständlich ist. Ja, Landwirtschaft sind wir komplett durchgeskillt. Da können wir nicht mehr. Von dem her werden wir da nicht mehr leveln. Also nicht durchgeskillt, aber wir haben Level 10, sagen wir es mal so. Wir könnten natürlich noch Punkte verteilen, wenn wir denn welche hätten. Haben wir aber nicht. So, Roggen. Dann nehme ich, glaube ich, gerade nochmal eine Sense mit, vorsichtshalber. Dass wir eine als Ersatz haben. Weil wenn ich das richtig sehe, gilt es hier auch noch zu ernten. Sie haben angefangen, aber dann aufgehört. Das kriegen wir aber hin. Ah, die ist am Hacken. So. Dann können wir das auch gerade noch. Sehr gut. Oh, da haben wir noch einen. Okay.
Nächstes. Aber das sind dann alle, ne? Ja, der Rest ist geerntet. Ha. Gut, dass wir eine zweite Sense dabei hatten. Sehr gut, dass wir eine dabei hatten. So, ein bisschen Atem, zu Atem kommen. Ich könnte gerade mal in der Zeit das wegbringen. Ich könnte natürlich noch eben... Achso, vielleicht sollte ich gerade mal noch eine Sense wieder einstecken. Sicher ist sicher. Dass wir eine als Ersatz dabei haben. So. Trinken wir ein bisschen Wasser. Das ist ganz geschickt, dass wir hier so durchlaufen können. Da haben wir diese Landwirtschaftsboost da unten. Dieses grau-grüne. Und dann geht das ganz gut. Ich muss halt nur gucken, dass ich bei Atem bleibe. Oder bei, dass uns die Ausdauer nicht ausgeht. Aber dann kann man so schön hier durchhuschen. Perfekt. Dann kriegen wir das in der heutigen Folge noch fertig geerntet, würde ich sagen. Was ja kein Fehler ist, ne? Ja, den Schlag hatte ich gemacht, dass das nicht ganz verschwindet. Das war nämlich kurz vor dem Weggehen. Deswegen war da der eine Schlag nötig, dass er das zumindest mal... Oh, da oben fehlt irgendwo Material, sehe ich. Da kümmern wir uns aber erst, nachdem wir das ja geerntet haben, drum. Weil wir sind so kurz vor dem Ende. Ende der Ernte. Das machen wir noch. Da will ich jetzt nicht den Fluss hier unterbrechen. Wir sind gerade so schön im Flow. Okay, das war's. Jetzt können wir mal einen Blick riskieren, wo es denn hier klemmt. Gewinnung. Kräuterhütte. Keine Tollkirschen mehr, okay. Das geht voll klar. Dann kannst du hier mehr Blümchen sammeln. So. Passt. Ja, damit würde ich sagen, beenden wir dann auch die heutige Folge. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen und wir sehen uns dann, würde ich sagen, in der nächsten Folge wieder. Da müssen wir ja noch, ich nehme mal die Eisenhacke mit, wenn ich sie finde. Da. Eisenhacke, ein Säckchen brauchen wir.
und Hopfen. Hopfensetzlinge, die haben wir aber auch. 8 Stück sogar. Muss ich mal gucken, dass ich die noch überall setze. Das machen wir, wie gesagt, in der nächsten Folge. Und, Eisenhacke. So, ja, und damit würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.